Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Monatsmitte Juli 2021. Ein mitmonatiges Reading, liebe Steinböcke, bisher noch nicht gemacht, also eine Premiere in dem Sinne. Geht darum, dass sich Energien tatsächlich sehr, sehr schnell entwickeln können, respektive verändern können. Das werden sicherlich einige von euch wissen. Ergo, wenn das Monatsreading für den kompletten Juli für euch resonierte, könnte es sehr, sehr gut sein, dass dieses Reading eine andere Geschichte aufgreift. Es kann genauso gut aber sein, dass dieses Reading ebenso für euch resoniert. Vor allem passiert das dann, wenn sich Energien schlagartig verändert haben. Das geht schleichend, das kann aber auch von heute auf morgen gehen. Grund dafür, Ursachen dafür sind oftmals oder eigentlich in den meisten Fällen ist der menschliche freie Wille, der ein Reading mal schnell verändern kann, beziehungsweise ein potenzielles Outcome mal schnell verändern kann. Natürlich gibt es aber auch äußere Einflüsse, die dazu führen können. Schaut es euch einfach an, fühlt in euch hinein, ihr werdet merken, ob ihr damit resoniert oder nicht. Ansonsten, die Infobox habe ich auch schon zu Genüge erklärt, wahrscheinlich. Vor allem, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, werdet ihr sicherlich wissen, was sich dahinter verbirgt. Für die Neuen oder für diejenigen, die es nicht wissen, unter dem Video findet ihr die besagte Infobox, in der ihr beispielsweise das weiterführende Reading über diese Legung natürlich finden könnt. Ihr könnt dort unten auch Social Media Links ansehen. Ihr könnt dort unten Informationsvideos, Special Videos, alles ansehen. Im Prinzip steht da alles drin, was euch interessieren könnte. Und ja, ansonsten fangen wir an, liebe Steinböcke. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte des Monats Juli 2021, meiner Steinböcke. Der Rabenvogel. Der Rabenvogel ist eine Gestalt, die oftmals mit Magie und mit Zauberei zu verbinden ist. Manche verbinden den hier auch mit der Unterwelt. Der Rabenvogel, die Magie, die Hauptenergie. Eine Einweihung steht bevor. Veränderungen kündigen sich an. Erwarte Wunder, steht hier. Vögel haben eigentlich immer etwas auch mit Kommunikation zu tun und Gesprächen auch teilweise zu tun. Der Rabenvogel ist auch klassisch für den Magier dargestellt, beziehungsweise steht er eben, wie auch schon die Hauptenergie sagt, für Magie. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, liebe Steinböcke, dass sich etwas zu eurem Gunsten entwickelt, etwas passiert, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat, aber etwas Positives dürfte das dann sein. Etwas entwickelt sich zu eurem Gunsten. Möglicherweise passiert euch einfach auch nur ein Glück oder euch widerfährt ein Glück. Erwarte Wunder steht hier. Veränderungen kündigen sich an. Das könnte auch mit dem Tod in Verbindung kommen, vielleicht mit der Welt auch oder dem Rat des Schicksals. Eine Einweihung steht bevor. Da könnte etwas ans Licht kommen, ein Geheimnis aufgedeckt werden. Ich kann mir unter dieser Hauptenergie bzw. unter diesem Kraft hier noch sehr, sehr viel vorstellen. Möchte natürlich jetzt dafür auch die Karten zu Hilfe nehmen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte des Monats Juli 2021, meiner Steinböcke. Das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche ist hier gleich mal die allererste Karte. Sie spricht von einer Art Neubeginn. Teilweise kann das für neue aufkommende Liebe, neue aufkommende Gefühle und Emotionen stehen. Es kann hier auch zum Interpretieren der Selbstliebe kommen bei dem Ass der Kelche. Asse haben immer etwas mit dem Neustart oder dem Neubeginn zu tun und möglicherweise wird hier auch eine alte Liebe aufgefrischt. Das kann im Speziellen ebenso passieren. Der Hierophant. Der Hierophant ist stehend hier für eine sehr starke Verbindung. Das könnte ich mir vorstellen, eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die nicht einfach so gekappt werden kann, die auch wahrscheinlich von beiden Menschen gefühlt wird. Weiterhin steht der Hierophant für Ideale, für eigene Regeln festlegen und befolgen.
Beziehungsweise auch für solche Art Grundsätze, sage ich jetzt mal. Man verstößt hier nicht gegen seine Grundsätze, man hält sich an eigene Grundsätze sozusagen, beziehungsweise lebt nach den eigenen Regeln. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals in der Mitte des Readings kann auf einen Zyklus hindeuten, in dem sich einige von euch befinden oder der auf euch zukommt. Und das dann mit dem Ast der Kelche eher in gefühlsmäßigen Regionen bzw. was Emotionalitäten angeht. Das Rad des Schicksals dreht sich zumeist dann weiter, wenn etwas Gravierendes geschehen ist oder etwas abgeschlossen wurde. Man spricht von einem Schicksalsweg, den man hier beschreitet. Man spricht von der göttlichen Führung, der, ne, Engelsführung, schicksalshafte Fügung. Je nachdem, wie eure Glaubensrichtung ist. Ich sehe hier schon sehr viel Schicksalshaftes tatsächlich. Beziehungsweise etwas, was passieren soll, passiert demnächst für euch, liebe Steinböcke. Das sind zwei Stück und das ist die 9 der Kelche zunächst einmal. Sie spricht von Fülle an Gefühlen, sie spricht von der Wunscherfüllung. Es kann hier auch teilweise zur Zufriedenheit gestaltet werden. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, durch die Spiegelung auf den Hierophanten, dass einige von euch eine gewisse Art von Erfüllung oder Zufriedenheit in der Religion, in der Esoterik oder in der Spiritualität erreichen können. Das ist aber im Speziellen so. Die 2 der Schwerter komplettiert hier die erste Reihe. Sie steht für, ja, Unsicherheiten, Entscheidungsunfähigkeit bzw. ja, eine große Unsicherheit tatsächlich. Hier gibt es eine Person oder mehrere Personen natürlich, liebe Steinböcke, für die eine, ja, das Erleben neuer Gefühle und Emotionen, mit denen sie noch nicht konfrontiert wurden, potenziell mit dem sie noch nichts anfangen können, beziehungsweise könntet ihr hier in einer gewissen Zeit nicht wissen, wie ihr mit neuen Emotionen, neuen Gefühlen klarkommt, beziehungsweise wo ihr diese einordnen sollt. Das sieht man hier sehr, sehr stark in dieser Spiegelung. Als Outcome-Karte habt ihr die Hohepriester. Das Pendant zum Hierophanten bzw. Hohepriester ist die Hohepriesterin. Sie ist eine sehr feinfühlige Person, eine sehr feinfühlige Energie. Hochsensibel würde ich sie tatsächlich bezeichnen. Eine sehr vorahnende Energie ist das hier auch. Sehr zu vergleichen mit dem Rabenvogel tatsächlich. Eine Einweihung steht bevor. Veränderungen kündigen sich an. Erwarte Wunder. Ihr seht es schon. Hier spricht man von Erwartung. Etwas kündigt sich an. Etwas steht bevor. Kann man sehr, sehr gut mit dieser Energie hier verbinden. Da weiß man im Prinzip oder man fühlt im Prinzip, dass da auf einem etwas zukommt, liebe Steinböcke. Die Hohepriesterin ist auch teilweise die Geheimniskrämerin. Weil ich jetzt hier auch wieder gelesen habe, eine Einweihung steht bevor. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass jemand sein Schweigen bricht über eine Angelegenheit. Eine Klärung zum Ast der Kelche. Oh ja, die 3 der Schwerter. Die 3 der Schwerter auf das Ast der Kelche ist eine ganz, ganz klare Aussage. Hier ist der Herzschmerz, die Frustration dargestellt und im Ast der Kelche ist neue Liebe und Emotionen dargestellt. Zwei verschiedene Dinge. Entweder kommt man hier über einen alten Schmerz hinweg, eine alte Wunde im Herzen hinweg tatsächlich, beziehungsweise hat dies schon geschafft, weil es die ersten 2 Karten in dieser Legung sind. Und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass einige von euch schon weiter sind. Oder eine neue Liebe zerbricht sehr, sehr schnell wieder. Halte ich eher für ungewöhnlich, da ich hier auch noch die Wunscherfüllung habe. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch Linderung erwarten können. Etwas war hier tatsächlich unannehmlich. Etwas hat euch frustriert in Sachen Gefühlen und Emotionen. Potenziell natürlich mit einem Wunschpartner oder aktuellem Partner. Kann natürlich sein. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das wieder, ja, einrenken könnte, beziehungsweise eine gute Zeit lang euch zu denken gibt. Eine Klärung zum Hierophanten.
Die vier der Kelche. Sprechend von Enttäuschung und Frustration habe ich hier die drei der Schwerter und die vier der Kelche nebeneinander. Sie sagen in dem Sinne das Gleiche aus. Bei den vier der Kelchen geht es auch darum, dass man Chancen nicht nutzt, dass man ein Ablehnungsthema möglicherweise aber auch hat in seinem Umfeld, dass hier jemand den Kelch nicht möchte, beziehungsweise aber auch nicht sieht, blind davor ist sozusagen. Eine Erklärung zum Rat des Schicksals. Oho, okay. Die Sechs der Kelche in der Mitte des Readings. Es geht hier um Nostalgie, es geht um ein Stück weit die Vergangenheit tatsächlich. Und ich bin immer näher daran, dass man hier tatsächlich eine alte Liebe überkommen kann, eine alte Wunde im Herzen heilen kann, beziehungsweise sie komplett verheilen könnte, möglicherweise durch eine neue Liebe, die hier tatsächlich am Start steht. Liebe Steinböcke, es gibt mehrere Heilungen tatsächlich für ein gebrochenes Herz. Eine der Heilungen ist eine neue Liebe tatsächlich. Wenn man es hier mit einem Menschen zu tun hat, ja, mit dem man hier eine Trennung durchleben musste, den man verloren hat, mit dem es vielleicht nie zustande kam, dass man eine Beziehung oder Partnerschaft eingeht, kann das eine ganze Weile her sein bei euch tatsächlich, hinterlässt aber im Herzen so eine gewisse Lücke, eine gewisse Frustration oder einen Schmerz eben, der klassische Herzschmerz oder Liebeskummer kann man auch sagen. Das Beste, was dann einem passieren kann, ist ja, das zu heilen eben. Und das geht auf viele verschiedene Varianten. Und eine Variante könnte sein, dass man hier einen neuen Menschen kennenlernt, der vielleicht sogar besser ist als dieser alte Mensch. Und für viele von euch könnte dies im Speziellen hier tatsächlich anstehen. Oder mit den Sechs der Kelche hier in der Mitte könnte es tatsächlich zu einer Art Bereinigung der Vergangenheit kommen. Eine ganz klassische Nostalgiekarte, die hier auch mit dem Rat des Schicksals, auf das sie geklärt ist, auf eine Art Seelenpartnerschaftsprozess hindeuten kann. Nicht für alle von euch, für viele von euch aber. Eine Klärung zu den neuen Deck. Der König der Schwerter. Der König der Schwerter, und das ist, meine ich, nicht eure Energie hier, liebe Steinböcke. Das ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Das könnte Waage, Zwillinge, Wassermann sein. Das muss aber nicht so sein. Das ist definitiv eine Kopfperson. Jemand, der Entscheidungen trifft, oftmals bei diesen Entscheidungen auch bleibt, etwas emotional distanziert wirken kann, trotzdem sehr intelligent ist, sehr logisch denkt und sehr strategisch vorgeht. Eine Klärung zu den zwei der Schwertern. Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen bietet neue Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten. Wir haben hier zwei Asse schon einmal, die beide für Neustart sprechen können. Die vier der Schwerter im Outcome sprechen von einer gewissen gedanklichen Heilung oder mentalen Heilung. Stressvermeidung bzw. Meditation sind hier die Schlagwörter, die auf diese Karte zu verbinden sind. Bei den vier der Schwertern ordnet man oftmals Gedanken. Man versucht zur Ruhe zu kommen, man nimmt sich Zeit für sich, um entweder komplett runterzufahren, ne, also mit den Gedanken runterzufahren, / Stressvermeidung, oder tatsächlich seine Gedanken versuchen zu ordnen. Wenn man über ein bestimmtes Thema viel nachdenkt oder nachgrübelt, setzt man sich hier hin, nimmt sich die Zeit und ordnet diese Gedanken, versucht einen klaren Kopf zu bekommen. Eine Klärung zu den drei der Schwerter. Ja, das sind die acht der Schwerter. Und genau bei diesen acht der Schwertern, wie auch gerade hier erklärt, versucht man, diese Gedanken zu ordnen. Und das sind diese Gedanken hier. Das ist der klassische Zerdenker-Modus. Das ist das im Kreis gedanklich sich drehen. Das ist das ein Schritt vor, ein zurück. Das ist dieses ganz klassische Achter-Schwerter-Syndrom, sage ich jetzt mal. Auf die Klärung, auf die Spiegelung zum Ast der Kelche könnte es hier sehr, sehr gut sein, dass ihr wirklich in einem Liebeskummer drin steckt. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass ihr sehr unsicher seid gegenüber euren eigenen Gefühlen bezüglich einer gewissen Person
Oder ihr tappt im Dunkeln sozusagen, was die Gefühle von einer bestimmten Person euch gegenüber angeht. Eins von diesen beiden Sachen ist hier und hier in der Spiegelung dargestellt. Eine Klärung zu diesem Vier der Kelch. Der Ritter der Münzen, liebe Steinböcke, das seid ihr hier. Das ist die Hofkarte im Erdzeichen. Und ihr habt hier einen Blick auf die Acht der Schwerter. Das ist hier euer Fokus. Das ist nicht euer Bestreben hier, aber darauf konzentriert ihr euch tatsächlich. Möglicherweise aus einer Enttäuschung heraus. Möglicherweise aber auch, dass man einen bestimmten Kelch nicht sehen kann. Eine Klärung zu diesen sechs der Kelche. Der Magier. Der Magier ist der Möglichmacher. Das ist derjenige, der Ziele, Wünsche, Träume verfolgt. Das ist auch derjenige, der hier mit dem Vogel in Verbindung gebracht werden kann, weil der Magier. Hauptenergie, Magie, logisch, passt zusammen. Der Magier auf die Sechs der Kelche geklärt. Hier gab es jemanden, der in der Vergangenheit sehr vieles richtig getan hat. Beziehungsweise könntet ihr hier sehr viel richtig getan haben in der Vergangenheit bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich möchte erst noch durchklären. Der König der Schwerter. Vier der Kelche. Die Vier der Kelche. Es ist sehr interessant, dass die Vier der Kelche auf diesen Menschen hier spiegeln und dieser Mensch auf die Vier der Kelche geklärt ist. Definitiv haben hier zwei Menschen in diesem Umfeld, in diesem Reading, eine Enttäuschung oder Frustration erleben müssen oder sie sich gegenseitig beschert tatsächlich. Dass euch hier eine Frustration oder Enttäuschung widerfuhr, ausgelöst von eurem Gegenüber oder genau andersrum. Definitiv spiegelt ihr hier beide auf die Vier der Kelche und seid jeweils damit in Verbindung getreten. Hier sind zwei Menschen enttäuscht voneinander, beziehungsweise reden hier zwei Menschen aneinander vorbei oder sehen sich gegenseitig tatsächlich nicht. Wenn man diesen Kelch hier tatsächlich nicht sieht, weiß der eine nichts von den Gefühlen des anderen und andersrum genauso. Und das kann hier sehr, sehr gut auch so zutreffen. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Das waren zwei. Der Page der Stäbe. Page der Stäbe, das ist hier jemand, der sehr naiv sein kann. Das ist aber auch jemand, der abenteuerlustig ist. Jemand, der Hand anlegt, jemand, der etwas tut. Und in dem Sinne tut er hier etwas für die Zukunft, für die Zukunftsvorsorge, beziehungsweise hat der hier, also das ist wahrscheinlich eure Energie. Ich meine, es ist eure Energie, weil hier euer Gegenüber konjugiert. Rollen können trotzdem vertauscht sein, kann auch euer Gegenüber sein. Definitiv tut ja einer von euch beiden etwas für die gemeinsame Zukunft tatsächlich. Das ist Zukunftsplanung, das ist Zukunftsvorsorge. Bei den drei der Münzen hier sagt man auch gerne die Team-Up- oder Partner-Up-Karte. Man versucht sich hier zusammenzuschließen, beziehungsweise einen Beschluss, einen Entschluss zu treffen, der Stabilität und Sicherheit für die Zukunft gewährleistet. Acht der Münzen. Acht der Münzen im Outcome, ebenso wie die drei der Münzen, eine typische Arbeitskarte. Im Speziellen haben es hier einige mit einem Arbeitskollegen per se zu tun, beziehungsweise arbeiten hier beide gleichermaßen an einer Lösung im Prinzip. Ihr habt hier ein Problem, welches gegenseitig besteht, liebe Steinböcke. Und ich meine, es sind beide tatsächlich, dass sie sich hier einsetzen, dass sie hier Engagement und Elan aufbringen werden, um an einer gemeinsamen Lösungsfindung zu arbeiten. Liebe Steinböcke, das Ass der Kelche ganz links oben, es könnte hier tatsächlich für eine neue Liebe bzw. für neu aufkommende Gefühle stehen.
Es kann aber auch im bestimmten Bezug tatsächlich zu einer Art Sympathie oder Wertschätzung ausgelegt werden. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier einige von euch mit einem Menschen zu tun haben, der in eurer Vergangenheit eine größere Rolle gespielt hat. Das verrät mir hier die Mitte, mit dem es dann eine gewisse Enttäuschung gab, der entweder euren Kelch abgelehnt hat, dessen Kelch ihr abgelehnt hat, oder zwischen euch beiden gab es tatsächlich eine Enttäuschung, zu der beide Parteien beigetragen haben. Das zum einen. Zum anderen kann ich hier für nicht alle, aber für einige von euch einen liebestechnischen Hintergrund herausfinden. Für andere von euch sehe ich hier eher, dass man es sich jemanden oder sich mit jemanden auf der Arbeit tatsächlich verscherzt oder verkracht hat. Dass es hier einen Kollegen gibt, möglicherweise auch den Chef per se gibt. Ja, mit dem man sich erst mal wieder gutstellen müsste. Zwischen euch beiden gab es hier wohl das ein oder andere oder die ein oder andere Meinungsverschiedenheit in der Vergangenheit, um es mal so auszudrücken. Das sagen mir diese beiden Karten hier hinten im Outcome, die eher auf die Arbeit hinweisen. Die vielen Kelchkarten weisen eher auf einen liebestechnischen oder gefühlstechnischen Hintergrund hin. Für viele von euch kann das auch ein Freund oder eine Freundin sein, mit der oder dem es ja in der Vergangenheit tatsächlich zu einer Art Krach oder zu einem Streit kam. Bitte bezieht es auf eure individuelle Situation. Ich sehe hier keine liebestechnischen Absichten tatsächlich. Es kann aber natürlich im Speziellen für euch auch partnerschaftliche Beziehungen betreffen, liebe Steinböcke. Definitiv gibt es hier Frustration. Es gab hier definitiv auch ein gebrochenes Herz, beziehungsweise ist hier jemand tatsächlich extrem sauer über den anderen gewesen oder extrem enttäuscht von dem anderen geworden. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Möglicherweise bezieht sich das auf eine Handlung in der Vergangenheit. Das kann ich mir hier auf jeden Fall denken mit dem Asskelche auf 8 Schwerter und Asskelche auf 2 Schwerter. Etwas ist hier in der Vergangenheit passiert, was einem spanisch vorkam, was einem definitiv aber auch eine andere Seite dieses Menschens gezeigt hat, zu dem ihr eigentlich eine gewisse Sympathie empfunden habt zu gegebener Zeit. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber ein Mensch hat sich hier doch komplett anders verhalten, als er normalerweise ist in der Vergangenheit. Und das hat schließlich dazu geführt, zu dem Frustrierten, zu der Enttäuschung, zu der verlorenen Hoffnung beispielsweise auch. Mit den 8 der Schwertern auf die 3 der Schwerter ist das hier definitiv ein Thema, welches euch im Kopf herumgeistert, welches tatsächlich euch auch nicht mehr loslassen könnte oder auch nicht mehr losgelassen hat in der Vergangenheit. Man hat darüber definitiv viel nachgedacht und ist das wahrscheinlich auch immer noch am Tun. Eurem Gegenüber könnte es hier sehr ähnlich gehen, denn ich meine, ich sehe hier sehr viel Dualität. Ich sehe hier sehr viel Spiegelungen aufeinander. Deswegen spreche ich davon, dass es nicht nur euch so geht, sondern auch vielen von euren Gegenübern so geht. Dass man hier definitiv darüber nachdenkt, was damals passiert ist. Wie hat sich der eine verhalten? Wie hat sich der andere verhalten? Wie hat das der eine aufgefasst? Wie hat das der andere aufgefasst? Das ist hier eine Grundüberlegung, die hier ihr und dieser bestimmte Mensch potenziell schon länger getätigt haben. Ja, die meisten von euch aber auch stets immer noch tun, liebe Steinböcke, denn das sieht man hier auch in der großen Konstellation. 4 Kelche bis zum Rat des Schicksals, das ist tatsächlich die schicksalshafte Enttäuschung. Das könnte in dem Sinne auch eine Art Prüfung sein, die man hat zu bestreiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für den einen oder anderen von euch, liebe Steinböcke, dieser Mensch hier eine Art Prüfung, eine Art, ja, Bewährungsprobe teilweise sogar für euch darstellt. Wie verhalte ich mich in der Situation? Wie verhalte ich mich in der Situation? Muss ich mich ändern? Muss sich der Gegenüber ändern? Was mache ich, um das Ganze wieder gerade zu biegen? Das könnte wirklich eine Art Prüfung von oben herbeigerufen für euch sein, liebe Steinböcke, im Speziellen und unabhängig davon, ob es sich hier um eine Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft handelt. Mit dem Hierophanten ist das ein Indikator, dass hier einige von euch tatsächlich ja, es mit einem Menschen zu tun hatten, der gegen eure Ideale, der gegen eure Regeln möglicherweise verstoßen hat. Beziehungsweise ist das ja ein Indikator dafür, vor allem diese 4 Kelche und ihr selbst auch noch drauf gespiegelt, hat dieser Mensch etwas getan, was für euch ja mal gar nicht geht. Ne? Das ist zum Beispiel
Ihr habt ein gewisses Ideal, liebe Steinböcke, um es mal beispielhaft zu nennen. Ihr könnt es nicht abhaben, wenn jemand lügt. Auch kleine Notlügen zum Beispiel gehen euch komplett gegen den Strich. Ja? Nur ein Beispiel, das kann natürlich etwas anderes für euch im Speziellen auch sein. Dieser Gegenüber hat euch nun aber belogen. Der hat etwas Falsches gesagt, was im Prinzip gar nicht stimmt, beziehungsweise er hat sich hinterlistig verhalten. Normalerweise ist dieser Mensch jetzt unten durch bei euch. Das heißt, einmal gelogen, den vertraut man nicht mehr. Ne? Dieses Sprichwort gibt es ja auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für euch tatsächlich dieses, ich vertraue ihm nicht mehr, dieser Mensch ist für mich unten durch, im Prinzip erstmal angestrebt war. Nur ist das mit diesen bestimmten Menschen nicht so einfach durchzuführen, denn dieser Mensch ist bei euch nicht unten durch, denn dieser Mensch ist immer noch in eurem Kopf oder in eurem Herzen. Ihr denkt weiterhin an diesen Menschen nach, obwohl man eine Enttäuschung davongetragen hat und obwohl sich dieser Mensch so verhalten hat, wie es für euch mal gar nicht geht. Sagen wir diese vier der Kelche darauf, das ist die Enttäuschung, die Frustration über etwas, was passiert ist in der Vergangenheit, sagt diese und diese Konstellation zum Hierophanten. Und ihr seid darauf gespiegelt, das heißt auf Deutsch, es passiert für euch. Beziehungsweise seid ihr hier in diesem Gedankenkreis, okay, er hat mich belogen, was das und das angeht. Normalerweise ist dieser Mensch jetzt unten durch, aber ihr schließt da nicht ab, ihr zieht da keinen Schlussstrich drunter, sondern ihr denkt eher darüber nach, warum hat er gelogen? Oder kann ich das wieder gerade biegen? Oder soll er sich entschuldigen? Oder, ne? Also dieses im Kreise drehen in den eigenen Gedanken ist hier sehr stark präsent auf eurer Seite. Das muss natürlich keine Lüge in der Vergangenheit gewesen sein, das kann auch was völlig anderes gewesen sein. Definitiv schließt ihr hier mit einem Menschen nicht ab, obwohl das eigentlich euren Regeln entspricht. Wer das einmal tut, ist bei mir unten durch. Das ist eine festgelegte Regel in der Vergangenheit von euch gewesen. Nur mit diesen Menschen könnt ihr diese Regel aus bestimmten Gründen nicht so ganz durchführen. Und diese bestimmten Gründe können hier mit dem Rat des Schicksals zusammenhängen. Es könnte hier sehr, sehr gut sein, wie schon vorhin angesprochen, dass das hier eine Art Reifeprüfung für euch darstellt, dass sich vielleicht auch tatsächlich dieser Mensch, der hier konjugiert, beweisen muss, dass es für diesen Menschen eine Art Prüfung ist, nämlich eine Schuld einzugestehen, nämlich sich zu entschuldigen, nämlich einzusehen, dass man etwas falsch getan hat. Für den einen oder anderen von euch ist dies definitiv eine Prüfung, eine Aufgabe, die von Gott, von den Engeln, vom Schicksal, vom Universum, wie auch immer eure Weltanschauung ist, liebe Steinböcke, geschickt wurde, um jemanden bei seiner Evolvierung zu helfen, bei seiner persönlichen Entwicklung zu helfen. Ich sehe hier nicht unbedingt eine Einweihung, ich sehe hier definitiv Veränderungen kündigen sich an. Und je nachdem, was in der Vergangenheit bei euch im Speziellen passiert ist mit diesen Menschen, kann man hier auch tatsächlich sagen, erwarte Wunder. Denn viele von euch können sich tatsächlich nicht vorstellen, dass dieser Mensch sich verändert, dass dieser Mensch sich komplett drehen könnte, dass dieser Mensch etwas einsieht, was er getan hat, was ihr als Fehler betrachtet, dieser Mensch aber nicht als Fehler betrachtet. In dem Sinne passiert hier tatsächlich etwas, potenziell mit einem gewissen Menschen, mit dem ihr nicht mehr gerechnet habt, das passieren könnte. Für viele von euch ist dieses Thema schon länger her. Für viele von euch geht es hier auch tatsächlich um einen Ex-Freund, eine Ex-Freundin, im partnerschaftlichen Sinne sowie aber auch im beziehungstechnischen Sinne. Also das kann ein normaler Freund sein oder tatsächlich der feste Freund bzw. Partner eben sein, je nachdem. Hier mit den sechs der Kelchen ist definitiv die Vergangenheit angezeigt. Es ist weiterhin aber auch eine Seelenpartnerschaftskarte. Deswegen kann ich hier vor allem in dieser Konstellation auch von einer sehr starken Verbindung zwischen zwei Menschen sprechen, mitunter. Die Verbindung endet aber in den vier der Kelchen. Das ist die Frustration, das ist die Enttäuschung. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier einer von euch beiden etwas wieder gut zu machen hat, liebe Steinböcke. Und ob ihr das seid oder euer Gegenüber, die Rollen können natürlich im allgemeinen Reading vertauscht sein. Bezieht ihr bitte auf eure individuelle Situation. Ich sehe hier aber großes Potenzial, dass derjenige, der hier etwas wieder gut zu machen hat, es auch tatsächlich tun wird. Und das sagt mir hier dieser Magier. Das ist jemand, der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, jemand, der weiß, was sein Ziel ist, jemand, der weiß, was seine Mission ist, um es so auszudrücken. Und dieser jemand hat alles parat, was er dazu braucht, um dieses Ziel, diese Mission zu erfüllen. Hier in der Spiegelung zum Rat des Schicksals ist es etwas, was dieser Mensch verstanden hat. Dieser Mensch versteht zu diesem Zeitpunkt hier,
was er zu tun hat und warum etwas damals so war, wie es war. Und was man dagegen tut oder was man eben als Wiedergutmachung tut in dem Sinne. Es ist hier nämlich angestrebt, dass es hier zu einer Wunscherfüllung kommt, dass es hier zu einer Bedürfniserfüllung kommt teilweise. Hier möchte jemand den Frieden, den es einmal gab, wiederherstellen. Zu eurem Gunsten oder natürlich hier in der Konstellation von euch ausgehend. Je nachdem, wer hier was in der Vergangenheit verbockt hat. Könnte euer Gegenüber sein, könntet ihr sein, ihr, na, seid ihr in einer Konstellation. Wie gesagt, bezieht es bitte auf eure persönliche, individuelle Situation. Aber dieser Mensch hier scheint hier tatsächlich eine Entscheidung getroffen zu haben. Nicht nur zu seinem Gunsten, aber auch zu eurem Gunsten. Vor allem dann, wenn dieser Mensch etwas verbockt hat. Und für viele sehe ich hier eine Frustration seitens dieses Menschen. Und diese Frustration kann über euch gehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Kann aber auch präsent in der Mentalität und in der Herzebene jenes Menschen sein. Ich meine, dass hier tatsächlich beide Parteien enttäuscht sind voneinander, aber einer der Grund war, was überhaupt zu dieser Enttäuschung geführt hat. Ich kann es hier nicht spezifischer herausdeuten. Es ist wahrscheinlich auch bei fast jedem von euch eine andere Angelegenheit, was da in der Vergangenheit passiert ist. Wie gesagt, der eine hat hier jemanden angelogen, der andere ist vielleicht fremdgegangen, der andere hat leere Versprechungen gemacht, der andere hat gemeinsames Geld ausgegeben. Es gibt zigtausende an verschiedenen Szenarien. Wie gesagt, was genau passiert ist, müsst ihr bitte auf eure individuelle Situation beziehen. Es geht jetzt hier um die Entscheidungsfindung. Es geht hier um die Entscheidungsfindung, wie regle ich etwas, wann regle ich etwas und regle ich überhaupt etwas. Ich meine, letzteres ist schon zu einer Entscheidung getroffen. Hier der König der Schwerter. Der Magier und die zwei der Schwerter. Zwei der Schwerter Unsicherheit, Entscheidungsunfähigkeit. Hier diese Person und hier der Magier, der weiß, was er will. Und der ist auch derjenige, der weiß, wie er das erreicht, was er will. Und deswegen meine ich, dass euer Gegenüber definitiv etwas gerade biegen möchte oder ihr etwas gerade biegen möchtet, wenn die Rollen vertauscht sind. Man wartet hier nur noch auf die richtige Gelegenheit und den richtigen Zeitpunkt. Man fragt sich nun selbst, wie gehe ich am besten vor? Und das ist hier drin dargestellt. Wovon abzuraten ist, ist hier eine naive, eine überschwängliche Einstellung. Das heißt auf Deutsch, bei der nächstbesten Gelegenheit konfrontiert man seinen Gegenüber, sagt, jo, sorry, was damals passiert ist. In so einem jugendlichen Leichtsinn, wie es manchmal dieser Page der Stäbe ausdrückt, das macht überhaupt nichts wieder gut. Es geht darum, tatsächlich sich adäquat zu entschuldigen, beziehungsweise das, was passiert ist, wieder gerade zu biegen. Und wenn das Arbeit bedeutet, bedeutet das Arbeit und diese Arbeit muss man aufbringen. Wenn das hier zum Vertrauensaufbau wieder führen muss, muss auch das geschehen. Wenn das hier tatsächlich etwas mit Finanzen zu tun hat, wie es hier auch sehr, sehr gut im Speziellen sein kann, muss man eben Schulden zurückzahlen. Definitiv muss man im angemessenen Maße das wiedergutmachen, was man früher verbockt hat. Und das ist hier drin dargestellt. Und jemand läuft hier Gefahr, dieses, was jemand verbockt hat, auf die leichte Schulter zu nehmen. Das heißt auf Deutsch, wenn hier jemand den Gegenüber angelogen hat in der Vergangenheit, dann genügt dann nicht ein einfaches Jo, sorry, kommt nicht wieder vor, sondern das Vertrauen muss erst einmal wieder aufgebaut werden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt Zukunftsarbeit, das heißt Vertrauen wieder aufbauen, das heißt sich verlässlich zeigen und agieren. Und da beginnt der ein oder andere damit, dieses Vertrauen beispielsweise wieder aufzubauen. Mit der Hohepriesterin und den vier der Schwertern, beide hier im Outcome, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einige von euch mit diesem Schritt ahnen oder geahnt haben, beziehungsweise sogar gerechnet haben, dass euer Gegenüber eines Tages oder zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einer gewissen Situation hier wieder zu euch hinkommt und versucht, sich zu entschuldigen oder das Ganze wieder gerade zu biegen. Das könnten diese beiden Karten hier ausdrücken. Die Hohepriesterin bedeutet Feinfühligkeit. Das heißt auf Deutsch, man darf den Gegenüber nicht gleich wieder vor den Kopf stoßen, sondern wenn einer schon sich dazu bereit erklärt, etwas einzugestehen, was er für einen Fehler gemacht hat, heißt es nicht, diesen jemanden nochmal mit Füßen treten und nochmal eine reingeben, sondern eventuell angemessen reagieren. Das ist hier drin und hier drin dargestellt.
Vier der Schwerter ist tatsächlich aber das hier. Man muss zunächst einmal zur Ruhe kommen. Man darf dieses Thema, welches aufkam in der Vergangenheit, nicht zu nah an sich heranlassen, weil irgendwann frisst es einen auf tatsächlich. Das ist hier dran dargestellt. Diese drei Outcome-Karten hier sind noch sehr speziell. Die werde ich mir jetzt im weiterführenden Reading natürlich etwas genauer anschauen. Solltet ihr euch in einer solchen Lage befinden, liebe Steinböcke, und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading unten in der Infobox in Anspruch. Man muss natürlich nicht. Ich wünsche euch anhaltende Gesundheit. Ich wünsche euch einen tollen Juli, liebe Steinböcke. Bleibt gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.